Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vor 10 Monaten hatte ich euch die 12-jährige Lu Miaoji vorgestellt. Sie ist die stärkste Spielerin ihrer Altersklasse weltweit. Inzwischen ist sie 13 Jahre alt. Sie hatte zwischendurch eine Elo-Zahl von 2,399, also klopfte schön an die 2,4. Ist ein bisschen zurückgefallen jetzt auf 2,226. Also das ist natürlich schon eine ziemliche Fluktuation, das muss man schon sagen. Sie spielt aber weiterhin sehr, sehr viel Schach. In China hat sie einige Turniere gespielt und jetzt war sie mit ihrer Mutter unterwegs. In Europa hat ein paar Turniere gespielt und da war ein Turnier auf Teneriffa und das habe ich ein bisschen verfolgt. Und da hat sie tatsächlich sogar gegen ihre Mutter gespielt, nämlich Xu Zhuanzhuan. Das war ein bisschen laut gerade. Gegen Xu Zhuanzhuan. Ja, der Familienname ist hier Lu oder Xu. Bei Xu Zhuanzhuan ist Xu und bei Lu ist wahrscheinlich, ich vermute mal vom Vater, ist ja nicht der gleiche Familienname. Und der längere Name, das ist immer der Vorname. Wie immer bei chinesischen Namen, immer zuerst der Familienname, dann der Vorname. Das sollten wir inzwischen alle wissen. Habe ich auch Jahre für gebraucht, um das zu verstehen. Ding Li Ren wäre also, Ding ist der Familienname, Li Ren der Vorname. So, jetzt aber zurück zu dieser Partie hier, Mutter gegen Tochter. So, die Mutter ist eine Damengroßmeisterin, 42 Jahre alt. Zu ihrer besten Zeit hatte sie eine Elo von 2,437, also auch sehr, sehr ordentlich. Ähnlich wie ich, 2,440 mal in meiner besten Zeit. Und die beiden spielten gegeneinander in der sechsten Runde dieses offenen Turniers auf Teneriffa, San Cristobal. Hieß das Turnier. Ende August fand das statt und die Partie schauen wir uns natürlich an. So, Lu Miaoji eröffnet hier mit E4. D5, die skandinavische Verteidigung. Ja, warum nicht? Gegen die Tochter kann man das mal spielen. ED5, Dame D5, Springer C3. Na, jetzt aber nicht Dame D6 oder Dame A5, die Hauptzüge, sondern Dame D8, diese Variante. Seltene Variante. Überlässt Weiß so ein bisschen Raumvorteil im Zentrum und Entwicklungsvorsprung. Ist aber sehr solide. So, hier sollte man aber eigentlich eher mit Springer F6 fortsetzen. Das kenne ich, Springer F3. Und dann entscheidet man, ob man mit G6 weiterspielt, Läufer G4, Läufer F5. Das sind hier so Züge, die gegen mich im Blitzen gespielt wurden. Xu Zhuanzhuan spielt aber G6 zuerst. Also sie geht komplett aus der Theorie raus, spielt irgendwas völlig Untheoretisches. Springer F3. Läufer G7, Läufer G5, normale Entwicklungszüge. Jetzt sollte Schwarz mit Springer F6 einlenken, nach Dame D2 Rochade. Dann haben wir so eine Variante hier, die gibt es, die ist schon häufig gespielt worden. Gilt als etwas besser für Weiß. Aber die Mama spielt hier Läufer G4. Den Läufer sofort raus und der Zug ist nicht so dolle. H3, Läufer F3, Dame F3. Mit Angriff auf B7. Deswegen sollte Schwarz hier nicht auf D4 nehmen. Erst C6. Lange Rochade. So. Schwarz sollte jetzt nicht auf D4 nehmen, ne? In die Fesselung rein. Das wäre eine Katastrophe. Läufer C4 mit Mattdrohung zum Beispiel. Und Schwarz hat hier kaum Züge in der Stellung. Springer F6 ist ein logischer Versuch, aber noch Läufer F6. EF6, Dame E4 sehen wir schon, dass hier der Läufer fällt. Naja, Läufer D4 ist offensichtlich Quatsch. Springer F6, normale Entwicklung, Läufer C4, aber diese Stellung ist natürlich schon klar besser für Weiß. Warum? Ja, 5 Figuren im Spiel, König in Sicherheit, Schwarz dagegen nur 2 Figuren im Spiel. Großer Entwicklungsvorsprung, großer Entwicklungsvorsprung, das ist meistens, oder das ist selten gut für die Partei, die mit einem Entwicklungsnachteil die Partie bestreitet. Am besten wäre jetzt Rochade sofort. Aber Schwarz spielt Springer BD7. Hier ist D5 extrem stark. Das Zentrum öffnen, die D-Linie öffnen, Turm E1. Das sieht ganz, ganz übel aus. Auch Springer E5, Dame E2. Ich habe das ein bisschen analysiert. Stockfisch 16 sagte schon bei mir lokal, das ist gewonnen für Weiß. Aber prinzipiell, ne, D5 Stellung öffnen. Stattdessen G4, auch gut. Schwarz sollte jetzt hier H6 spielen. Das ist, ich werde euch zeigen, warum das wichtig ist in manchen Stellungen, hier H6 einzuschieben und wenn der Läufer zurückgeht, dann Rochade. Natürlich ist auch diese Stellung besser für Weiß wegen des Entwicklungsvorsprungs, aber in der Partie ist es noch klarer. Nach Springer B6 greift den Läufer an, Läufer B3. Hier gibt es ein paar Probleme.
Schwarz vernachlässigt weiter die Entwicklung. A5 erstmal, will hier den Läufer fangen. Natürlich spielt Weiß sowas wie A3 oder A4. A4, Läufer A2. So, und jetzt muss Schwarz, wie entwickelt sich Schwarz hier weiter? Auch hier sollte Schwarz wahrscheinlich Rochade spielen. Oder H6, den Läufer hier attackieren. Spielt aber Springer BD5, das ist auch nicht gut. Das sind so typische skandinavische Züge, ne? Schwarz würde gerne hier das Feld D5 blockieren. Es fehlt aber auch E6 so ein bisschen, ne? E6 ist noch nicht gespielt. Und die Tochter nutzt das jetzt hier aus. Läufer F6 erstmal. Springer F6. So, das Problem ist, Läufer F6 oder EF6 geht nicht wegen Springer D5 offensichtlich. Und Weiß gewinnt kompensationslosen Bauern. Deswegen Springer F6 und jetzt G5. Tja, hier gibt es das Problem mit Dame F7, wenn der Springer wegzieht. Irgendwo nach D7, G8 oder H5. Deswegen, der muss zurück nach D5. Und jetzt gewinnt Weiß simpel einen Bauern. Läufer D5. Ich hätte mit dem Springer genommen hier. ECD5, Läufer D5 mit Doppelangriff. Sieht irgendwie logisch aus. Na gut. Aber sie spielt Läufer D5. CD5, Springer D5. Turm A5. Greift den Springer an. Springer B4. Schwarz vernachlässigt die Entwicklung weiterhin. Der Bauer B7 ist angegriffen, Dame D7. D5. Auch hier fragt man sich, warum rochiert Schwarz nicht? Spielt H5 hier. Will die Stellung am Damenflügel erstmal, Königsflügel erstmal schließen. Ich vermute mal, auf Rochade hatte sie Angst wegen H4. Was aber gar nicht so klar ist mit H5 hier. Ich denke, ich hätte eher sowas wie Turm E1 gespielt. Druck auf der E-Linie. Aber sie spielt H5. Okay. Das kann man eigentlich im Prinzip ignorieren. Ich hätte jetzt Turm E1 gespielt. Rochade. Ups. Rochade. Und dann sowas wie Turm E4. Mit der Idee Turm F1. Druck in E7 ausüben. Der Springer auf B4 steht sehr, sehr stark. Deckt D5. Deckt C2. Ist selbst gedeckt. Ja. Die Stellung ist riesig für Weiß. Aber Lu Miaoji nahm ja auf H6 raus. En passant, das ist ein Fehler. Turm schlägt H6. Und jetzt seltsame Züge von Weiß hier. König B1 sieht normal aus. König erstmal verbessern. Sie spielt aber Turm HE1. Keine Ahnung, warum sie Turm HE1 hier spielt. Sie will D6 spielen. Was bei ihr auffällt, ist auch in den anderen Partien, die man von ihr nachspielt, sie spielt sehr aggressiv. Immer schön auf Attacke. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber hier gab es keinen Grund, den Bauern H3 zu opfern. Turm schlägt H3. Dame G2. Und jetzt dachte hier die Mutter 44 Minuten nach, super lange, und spielte Turm H5. Mit der Idee, Turm E5 hier auf der E-Linie den Turm auszuschalten oder zu neutralisieren. Wie gesagt, das ist ein klassisches, was heißt wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, das ist ein offenes Turnier, das war natürlich klassische Bedenkzeit. So ganz genau weiß ich jetzt nicht, welche Bedenkzeit, aber in der Regel mal so 90 Minuten für 40 Züge, halbe Stunde Rest und so, ne? Ne, 90-30, ne? Halbe Rest. Diese vielen Bedenkzeiten bringen mich immer durcheinander. D6 attackiert hier den E7, ne? Turm E5 stellt den Turm gegenüber. D schlägt E7, greift die Dame an. Turm E1 natürlich. Turm E1, Turm E5. Jetzt wird der nächste Turm abgetauscht. Turm E5, Läufer E5. Inzwischen ist überhaupt kein weißer Vorteil mehr in Sicht. Springer D5. Jetzt könnte Schwarz mit Dame B5 hier matt drohen, ne? C3, Dame E2. Großes Gegenspiel erlangen. Das sollte hier ausreichen zum Remis, ne? Die ganzen Schachs hier, ne? Auf der Grundreihe. Aber Schwarz spielte Dame E6. Jetzt kam Dame H1. Es droht jetzt Dame... Nee, Dame H8 droht gar nicht. Der Läufer deckt das Feld. Schwarz könnte sowas wie F5 spielen. Ne? Das wäre okay, um König F7 zu haben. Aber B5 gespielt von Schwarz. Und jetzt kommt was Seltsames. Weiß spielt hier F4. Das ist ein Fehler. Besser wäre König B1, den König in Sicherheit bringen und dann F4. Aber F4 und die Mutter hatte hier nur noch eine knappe Minute Zeit und was machte sie? Sie gab auf. Ja, ganz komisch.
Was kann hier Schwarz machen? Die Aufgabe kam natürlich viel zu früh. Ihr seht es auch am Balken, es ist ausgeglichen. Beide haben sich hier komplett verrechnet. Man kann hier nehmen. Läufer F4 Schach, Kandidatenzug. Und Springer F4 kommt Dame E3 Schach. König B1, Dame F4. Und dann ist der Bauer E7 bald weg. Ja, wenn ich hier Schach gebe oder hier Schach gebe, dann kann der König schlagen. Hier steht Schwarz sogar besser. Ich weiß nicht, was beide hier übersehen haben. Okay, Läufer F4. König B1 ist der bessere Versuch. Mit der Idee Dame H8 Schach und gewinnen. Und hier gibt es nur einen Zug, der Remis hält. Es ist nicht Läufer E5, wegen Dame H6 hier. Und der Idee Dame F8. Und genau, aber welcher Zug ist gut? Stark ist hier Dame E5. Hält hier H8. Und hat einen Blick auf den Springer. Springer F4, Dame F4 bringt ja nichts, haben wir schon gesagt, ne? Und das ist ausgeglichen. Im Übrigen, warum gewann Dame H6 sofort nicht? Ne? Das kann man ja hier fragen, ne? Weil Dame D5, Dame F8. Hier gewinnt Läufer F4 Schach. Witzigerweise. Und Springer F4 ist matt. Dame E1. Da ist der Unterschied. Deswegen ist der König auf B1 natürlich besser postiert. Und Dame F4, Dame D5, ne? Dann gibt es wieder ein Problem. Ne, Dame E1 matt. Quatsch, das ist das Problem. Läufer F4 gewinnt hier. Dame H6 ging nicht sofort. Deswegen F4 zuerst. Aber Schwarz hätte nehmen können. Ja, komisches Ende, muss ich sagen. Und da gewann die Tochter gegen die Mutter aus einer Remisstellung heraus. Warum nicht? So, wir schauen uns mal das Turnierergebnis an. Das Turnierergebnis. Das Ergebnis im Turnier an. Das Open, das gewann ja ein paar Großmeister hier, die meisten von euch kennen die nicht. Merab Gagunaschwili, der sollte euch was sagen vielleicht. Gegen den habe ich meine unsterbliche Partie 2003 gespielt. Dass der noch Schach spielt, den Namen lange nicht mehr gesehen. Wo landete Lu Miaoji? Sehr gutes Turnier für sie, 6,5 aus 9 plus 46 Elo. Und sie verloren nur gegen die beiden Großmeister hier vorne, Sosa und Gagunaschwili, und später Remis gegen Oleg Korneev. Russischer Großmeister, der in Spanien lebt, schon sehr viele Jahre, den kenne ich. Und ansonsten gewann sie alle anderen Partien und ein Remis, also sehr starkes Turnier von der 13-Jährigen, die jetzt wieder ein paar Punkte gut gemacht hat. Ihre Mutter Platz 32 mit 5,5 Punkte, 11 minus 11. Also die ist so ein bisschen raus, sie spielt gar nicht mehr so viel Schach. Klar, sie konzentriert sich so ein bisschen auf ihre Rolle als Mutter und die Trainerin ihrer Tochter. Das konnte man auch, kann man auch online nachlesen, dass sie ja inzwischen ihre Tochter trainiert und sie hat jetzt, wie gesagt, diese kleine Europaturnier mit ihr gemacht. Habt gesehen, sie haben Turniere gespielt in Finnland, zwei Turniere, dann jetzt in Spanien ein, zwei Turniere und ich glaube, gab noch was anderes. Also wirklich ein Turnier nach dem anderen. Also das ist so ähnlich wie bei den Indern. Die reisen dann nach Europa und spielen ein Turnier nach dem anderen, spielen im Prinzip nur Schach. Irgendwie ein, zwei Monate lang, ne? Jeden Tag fast und so wie es geht. Und versuchen sich dadurch zu verbessern. Ja, ich werde die Karriere von Lu Miaoji natürlich verfolgen. Ist natürlich ein sehr interessanter Name. 13 Jahre, Jahrgang 2010. Und mal schauen, was da noch passiert in den nächsten Jahren. Und wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann eine neue Judith Polgar haben. Wir haben natürlich auch die vielen anderen jungen Talente. Alice Lee aus den USA, das ist nochmal eine andere Kategorie. Die ist nur ein Jahr älter als Lu Miaoji und hat auch so knapp 2,4 Elo-Zahl. Die bewertet man im Moment noch ein bisschen höher. Habe ich auf diesem Kanal natürlich auch schon vorgestellt. So, das war's von mir in diesem Video. Macht's gut, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.